Hallo ihr Lieben, ja, ihr seht ein mega Chaos auf meinem Tisch und ja, das soll so sein, weil ich möchte nämlich ein bisschen was mit den Sachen, die ich in letzter Zeit gekauft habe, also die Stempel, Farben, was machen, aber ich möchte auch mal ein bisschen was von meinem mega Stapel Jellyplate Papier verarbeiten. Und genau, ich werde mir jetzt einfach mal ein bisschen was raussuchen. Ich glaube, ich habe Lust, so ein, zwei Tickets vielleicht zu machen. Vielleicht mache ich aber auch eine Karte, ich weiß noch nicht. Ich ja, werde einfach ein bisschen Musik laufen lassen für euch, werde hier ein bisschen vor mich hin basteln. Und ja, am besten schnappt ihr euch auch irgendwelche Materialien, die ihr noch rumfliegen habt und verarbeiten wollt, und macht einfach direkt mit. Und ja, bastelt halt selber auch ein bisschen mit. Genau, ich werde mir hier jetzt alles noch ein bisschen zurecht sortieren. Und dann ja, starte ich mal. Genau, meine Schablonen hier wollte ich auch mal verwenden. Und genau, also ich habe hier mehr als genug Krempel, der mal verarbeitet werden möchte. Und ja, ich mache mal die Musik an und lege mal los. So, wie ihr seht, ist das Chaos auf dem Tisch noch schlimmer geworden. Und was ihr leider nicht seht, ist, wie ich diese beiden Sachen hier gemacht habe. Weil ich nämlich Stelle von Pause, Stopp gedrückt habe und nicht aufgenommen habe. Ich Schlaumeier. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt diesen Streifen hier gemacht. Und diese Briefmarke. Und das war ganz schön aktig, weil da habe ich mit super viel verschiedenen Sachen gearbeitet. Einige Stempel, die ausgetrocknet waren, was nicht funktioniert hat. Farben, die nicht funktioniert haben. Ja, und durch dieses viele Gemache habe ich dann irgendwann das Ding genommen, habe zerknuddelt und habe gedacht, so, jetzt ist das Papier schon so abgefranst, das wird jetzt die uralte Marke. Ich finde, die ist voll cool geworden, finde es jetzt voll schade, dass ihr nicht gesehen habt, wie die zustande gekommen ist, weil, ja, wie ihr seht, ich habe hier haufenweise Farben experimentiert und ja, ein paar Stempelkissen benutzt, wo ich dann gemerkt habe, ach Mist, die sind leer, Farbe geht also doch nicht, muss mir wieder was anderes überlegen. Also das hat gedauert, bis die zustande kam, aber ich finde, das Ergebnis lohnt sich wirklich, weil die echt uralt irgendwie aussieht. Uralt, aber schön. Genau. Ja gut, also ich werde jetzt gucken, dass ich mir hier erstmal wieder ein bisschen Überblick verschaffe in meinem Chaos. Und ja, dann werde ich noch was zaubern und werde die Kamera dann aber mitlaufen lassen, damit ihr die Sachen dann wenigstens seht. So, als nächstes möchte ich eine Karte machen, und zwar in Form von einem Kaffeebecher, also auch mal was ganz anderes als Streifen oder Briefmarken, wo mir das gerade viel Spaß macht, aber irgendwie dachte ich gerade, ach, das ist eine ganz coole Idee. Und zwar habe ich jetzt mir so eine Schablone aus dem Internet rausgesucht. Ihr könnt die natürlich auch selber zeichnen, wenn ihr es könnt. Und jetzt falte ich die genau hier an dem Strich von dem Oberteil von einem Kaffeebecher. Und dann nehme ich mir die Schere und schneide hier einmal so dran lang. Also ihr müsst bei der Schablone natürlich aufpassen, dass ihr es klein genug ausdruckt, dass es dann eben auf, na sag schnell, auf ein A4-Blatt passt, also am besten nur die Hälfte von A4 ausdrucken. So, dann schneiden wir mal grob an der Linie lang. Man kann ja danach auch die schwarzen Streifen, wenn man sie abgeschnitten hat, nochmal nachzeichnen oder halt auch einfach weglassen. Man kann sie auch komplett wegschneiden, wer es lieber mag. Ist ja wurscht. Wurscht, wurscht. Na komm schon. Ja. So, und schwupp, fertig ist das Kaffeebecherlein. Und jetzt hat man halt eine Karte, die man so nach oben aufklappen kann. Und ich möchte jetzt, wo ist es jetzt hin? Das Teil jetzt hin, ist das Teil hin? Ach, da habe ich es hingelegt. Mir diese Kaffeebohnen hier nehmen und möchte die hier drauf embossen. Und das habe ich vorhin auch bei dieser Briefmarke genommen. Da hatte ich hier dieses Rosenteil hier genommen und hatte dort mit Embossing. Und zwar habe ich das folgendermaßen gemacht. Ich habe halt einfach keine unbenutzten. Deswegen habe ich mir das hellste, was ich gefunden habe. Das ist es auch nicht. Wo ist es denn jetzt? Ich hatte hier so ein orangenes vorhin.
Ja, das ist immer das, ne? Da ist es doch. Nee, das war den hellsten, den ich finden konnte. Und dann nehmt ihr euch, wenn ihr habt, diesen Nachfüller vom Versamark und macht euch hier einfach ordentlich was auf dieses Teil. Das ist ja auch nichts anderes wie ein Stempelkissen, nur umgekehrt. So, und dann ja, bin ich hier überall so reingegangen. Vor viel Effekt. Vorhin hat er nicht abgefärbt, jetzt färbt er ab, aber ist mir wurscht, weil da kommt sowieso ein dunkles Embossing-Pulver drauf. Deswegen ist es mir gleich. Oder vielleicht habt ihr ja auch direkt schon zu Hause so eine. Es gibt ja diese Embossing-Pasten in verschiedenen Farbtönen. Vielleicht habt ihr ja einen schon, der ein bisschen zu Kaffee passt. Könnt ihr den natürlich auch direkt nehmen. Aber ich mache das jetzt so, weil ich es nicht besser habe. So, und jetzt seht ihr schon durch die Farbe, wo das Embossing-Pulver ist. Ja, und da werde ich von Stampin' Up dieses Kupfer hier benutzen. Ich glaube, das passt ganz gut zu Kaffee. Ja, hier so ein Teilchen. Und da sehe ich gerade, da ist es nicht so schön geworden vom Abdruck, aber es ist mir jetzt auch ein bisschen egal. Ich glaube, bei den meisten Stellen sieht man es ordentlich. Das kennt ihr ja, also ein Embossing-Pulver kennt ihr ja alle. Da erzähle ich euch wahrscheinlich nichts Neues. So, das sieht doch schon ganz cool aus. Die Farbe halt auch. Ne? So. Man kann bestimmt auch braun oder so nehmen. Also ich weiß, dass das bleibt ja jetzt nicht so. Da kommen ja jetzt gleich, also es wird wirklich schön glänzend. Ich habe dieses Pulver schon mal benutzt. Deswegen weiß ich das so. Jetzt wird es laut. Hier noch mal ein bisschen sauber machen. Hier soll ja gar nichts hin. So. Sehr schick. Los. So. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das wirklich gut seht, aber es ist halt so ein richtig cooler Kupfer, dunkler Kupferton. Ich mag den sehr. Und ja, das passt doch super zu Kaffee. Ja, wer mag, kann da jetzt noch Farbe hintermachen oder irgendwas anderes gestalten. Ich glaube, ja genau, so seht ihr es viel besser. Auf der anderen Seite die Lichtbox, die blendet zu doll. Aber da sieht man es richtig schön, wie das aussieht. Ja. Ja, jetzt könnte man hier oben zum Beispiel Namen oder so reinschreiben oder, ja, keine Ahnung. Irgendwas Schönes reinschreiben auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt damit mache. Mal gucken, ich werde da jetzt, glaube ich, hier oben werde ich, das hier muss weiß bleiben. Hier oben, das ist ja eigentlich auch dieser Deckel. Also das eigentlich komplett ist ja der Deckel, dieses Plastikteil. Das bleibt am besten weiß. Ja, und hier würde ich jetzt eigentlich auch nicht mehr so viel reinmachen. So eine ganz schlichte Karte, ihr habt ja gesehen, habe ich ein bisschen schief gemalt, da könnte man nochmal drüber pinseln, aber ja, theoretisch jetzt so eine ganz einfache, schlichte Karte. Ich mag das auch immer ganz gerne, wenn Sachen so ganz, ganz schlicht sind. Also ich mag auch sowas, keine Frage, wenn das so überladen und mit ganz, ganz vielen Sachen ist, aber ich mag auch einfach diese schlichten Sachen. Und ich glaube, ich würde mir jetzt noch ein extra Zettelchen nehmen, also einfach oder den Rest hier von dem. Und würde mir da jetzt Einladung drauf stempeln und würde mal gucken. Ich habe bestimmt irgendwo Stempel zu Kaffee. 1000%ig, aber wo? ja, bis ich den jetzt rausgesucht habe. Ich guck mal kurz. So, ich wusste, dass ich einen mit Kaffee habe und habe ihn tatsächlich auch gefunden. Aber nichts mit Einladung oder so.
sondern ein bisschen lustig. Jetzt überlege ich nur gerade, mit welcher Farbe ich jetzt hier stemple, dass das zu diesem wunderschönen passt und das dieses ein bisschen edle nicht kaputt macht. Und ich glaube, ich nehme das Espresso. Ich hoffe, dass da noch Farbe drauf ist. Ich werde einfach noch ein bisschen Wasser drauf spülen. Weil ich habe die Farben ja nicht wirklich benutzt. Und vielleicht müssen die einfach wieder ein bisschen reaktiviert werden. Ich nehme jetzt hier mal so ein dunkles Kissen und verschmier mal das Wasser ein bisschen. Also, ja, ich packe das hier jetzt einfach so ein bisschen rein und dann würde ich behaupten, jawohl, ja. Vorhin habe ich nämlich versucht, dieses Kissen hier zu benutzen. Das war komplett nicht zu gebrauchen, komplett trocken. Und einfach ein bisschen Wasser drauf. Ja, wird wahrscheinlich nicht genau so sein wie jetzt vernünftige Farbe. Aber wie gesagt, ich habe die Kissen halt die ganze Zeit nicht benutzt. Die sind halt einfach nur ein bisschen ausgetrocknet. Mehr ist das nicht. So, und jetzt hier einmal mein Spruch. Zack, ich habe den Stempel aber auch zum ersten Mal benutzt. Und das ist ein China-Stempel. Also so, wie ich meinen Kaffee nehme, ernst, sehr ernst. Genau, der passt auf jeden Fall super dazu und auch die Farbe passt gut. Ich glaube, ich versuche nochmal einen Abdruck zu machen, ob der schöner wird. Ist ja manchmal so bei den China-Stempeln, wenn man die das allererste Mal benutzt, dann machen die nicht so schöne Abdrücke, aber beim zweiten Mal schon, obwohl ich das Gesprenkelte gar nicht hässlich finde, ehrlich gesagt. Aber es kommt wahrscheinlich auch einfach jetzt durch das Wasser, weil das noch ein bisschen oben drauf ist. Ja, sieht hier auch nicht besser aus, aber ist okay. Doch, es sieht ein bisschen gleichmäßiger aus. Ich werde die Seite nehmen. Aber auf jeden Fall kann man das nehmen. So, jetzt überlege ich nur gerade, ich glaube, ich nehme mal eine schöne Schnörkelschere. Sowieso meine Lieblingsschnörkelschere. Also für Kartensprüche. Sonst mag ich auch diesen gewellten, diesen kleinen gewellten, wo man Briefmarken mitmachen kann. Ich muss mir unbedingt mal einen Briefmarkenstanze besorgen. Oder mir einfach mal mit einem Plotter einige ausschneiden, weil ja, ich habe keinen Stempel habe ich jede Menge, aber mittlerweile. Aber keinen. Na, sag doch. Kein Stanzteil dafür. So nehme ich das flache. Ich glaube, ich nehme ein bisschen dickeres. Das ganz dicke oder das bisschen dickere. Ich glaube, das mittlere reicht. So. Genau, das mittlere reicht. Dann nehme ich mir hier auch von Stampin' Up meine Hilfe. Ach, das ist auch so ein Teil, auf das würde ich nie wieder verzichten wollen. Das benutze ich, glaube ich, bei jedem Mal, wo ich hier in meinem Zimmer bin und irgendwas mache. Also das Teil ist, glaube ich, immer mit am Start. Das brauche ich immer mal für irgendwas. So. Ach, lieber ein zu viel als ein zu wenig. Ja, ich ärgere mich natürlich immer noch ein bisschen wegen den beiden Sachen. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, bei dem Ding ist so viel schief gegangen und ihr könntet das sowieso nicht nachmachen. Die ganzen Materialien, die ich da verwendet habe und wieder abgemacht habe und dies und das. Ich muss mich gerade auch ein bisschen beeilen. So, wer auch immer das gerade war, Dankeschön. Das war nämlich gerade mein Handy, dass ich eine Datei in meinem Etsy-Shop verkauft habe. Ich weiß gar nicht, warum mein Handy eigentlich noch laut ist. Ich dachte, ich hätte es wieder leise gestellt. Aber anscheinend nicht. So. Zack. Ja. Genau. Und jetzt den Spruch hier schön mittig. So, ich möchte diese hässliche Bohne ein bisschen verstecken, aber der Spruch muss ja auch irgendwie drauf passen. Na, guckt mal, das passt doch wie die Faust aufs Auge. So, manche hätten jetzt den Rand noch dunkel gemacht. In dem Fall finde ich es ganz gut, wenn es mal nicht so ist. Ja,
finde ich ziemlich cool. Also ihr könnt natürlich auch stabileres Papier nehmen. Ich habe jetzt hier einfach nur so ein ziemlich starkes Kopierpapier genommen. Das ist aber auch so ganz glatt und ganz fein. Also das ist ein tolles Papier. Das hole ich immer von, ich spreche das doch jedes Mal falsch aus. Staples, glaube ich, wird es richtig ausgesprochen. Ja, und das ist jetzt mal ein schöner Kontrast zu den Sachen, die ich im Moment so mache. Wie gesagt, mir gefällt dieses Knallebunte sehr gut. Und mir gefallen auch Tickets im Moment wirklich, wirklich gut. Und auch diese Knallbunte, obwohl die passt sogar richtig gut noch dazu. Die könnte man vielleicht als Paperclip, vielleicht mache ich da einen Paperclip draus. Und klemme dann von hier unten das zu. Sieht doch ganz süß aus. Ich mache ich mal so einen schrägen Paperclip, also dass ich die Klammer so anklebe, dass sie hier lang geht. Und dann schiebt man so quer, also so halt. Nicht so, nicht von hier, sondern von hier. Vielleicht mache ich das mal so. Dann kann man die so rüberschieben und dann sieht es doch süß aus. Genau. Ja, mal gucken, das passt irgendwie zusammen. Vielleicht mache ich das. Ja, ihr Lieben. So, wie gesagt, tut mir leid, dass ihr nicht alles gesehen habt. Auf der anderen Seite habt ihr euch auch viel Zeit erspart. Was ich jetzt am Anfang gesagt habe, ich mache euch Musik an. Das werde ich dann wahrscheinlich nicht gemacht haben. Vielleicht nehme ich auch den Anfang nochmal neu auf, keine Ahnung. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.